Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile. Liebe BMW-Freunde, heute habe ich hier ein BMW Z3 M Coupé. Ich muss es ablesen, weil ich mich mit BMW gar nicht auskenne. Ein bisschen schon, aber nicht ganz so doll. Und dieses Auto kommt aus einer, ich habe ja so Kunden, die haben dann tolle Sammlungen und das ist immer eine Riesenfreude, wenn ich dann da hinkomme und der Sammler, der dieses Auto hatte, der wollte gar nichts verkaufen und jetzt hat er aber eine neue Halle gebaut. Ich habe schon öfter mal von ihm erzählt und will jetzt alles in eine Halle reinkriegen und die Halle ist riesig, die ist doppelt so groß wie meine Halle hier und deswegen gibt er mir ein paar Autos zum Verkaufen. So, jetzt hat er mir das Ding hier hergestellt, in Kommission wird er verkauft. Das ist ein Z3 M Coupé aus 2001. Der kommt ursprünglich aus Japan, ist Cosmo Schwarz Metallic, kriegt neue TÜV bei Übergabe natürlich. Der hat, ich habe hier so einen schönen Ordner mit ganz vielen Dingen, da ist auch das japanische Scheckheft dabei und eine Menge Unterlagen mit Rechnungen und so weiter. Also das ist schon ein ordentliches Auto, fährt super, macht total Spaß, also ist halt spritziges Auto und die Geschichte dieses Autos ist, also der Werdegang des Autos ist Japan, Frankreich, Niederlande, Deutschland. Ich weiß nur nicht genau, wann er nach Deutschland gekommen ist, aber er hat ihn schon ein paar Jahre. Deswegen ist das auf jeden Fall mindestens so lange und diese paar Jahre sind seit 2020. Nein, also ich kann es nicht sagen, wann er schon hier ist. Ich müsste das mal genau durchgucken, aber das weiß ich. Anzahl der Halter kann man auch nicht nachvollziehen, weil er so viele Länder hatte. Weiß ich, kann ich auch nicht sagen. 78.000 Kilometer, das kann man aber nachvollziehen aufgrund des Scheckhefts und so weiter und der ganzen Berichte, die wir haben. Und jetzt gucken wir uns mal das Auto an. Ich gebe mal Bianca. Bianca ist unser neuer Stern, der hier leuchtet im Team von Wetzel Automobile. Danke für deine Assistenz. Assistenz sagt man so. Cool. Lass uns gucken, wie das Auto ausschaut. Also, der ist in einem ordentlichen Zustand. Der ist natürlich, der rostet nichts. Da sind keine Kratzer, keine Beulen. Die Spaltmaße stimmen. Wenn ich hier die Bremsen sehe, da ist kein Grat und gar nichts. Das ist halt technisch auf einem absoluten Top-Zustand. Und dann muss man auch nichts reinstecken jetzt. Den nimmt man einfach und fährt und hat Spaß mit dem Auto. Ja? So, wie geht das hier auf? So. Das ist halt echt ein ordentliches, gepflegtes Auto. Die Innenausstattung ist grün-schwarz. Das gefällt bestimmt dem einen oder anderen, glaube ich. Ich würde es mir nicht so kaufen, sage ich auch ganz ehrlich, aber das ist halt bei BMW, bei diesen Autos, die haben ja immer so schräge Innenausstattungen. Ja? Gucken wir gleich mal rein. Also auch hier alles picobello. Was ich mal machen würde gerne bei dem Auto, ich würde gerne mal gucken, ob der Wagen erstklassig ist. Das mache ich mal gerade. So, ich habe mal gemessen jetzt. Also er ist tatsächlich überall, hat er so 100 und ein bisschen. Hier hat er knapp unter 200. Porsche sagt immer, bis 200 kannst du, unter 200 kannst du keinen Zweitklack hinkriegen. Also insofern, ich kann es nicht so genau sagen. Aber es ist eine Menge unter 100 und nur hier und der andere Kotflügel ist so etwas über 200. Super, komm, wir gucken mal in den Motorraum rein. Und dann schauen wir mal. So. Das natürlich. Das natürlich fett, ne? Das ist echt eine Rakete, das Auto. Und der Motorraum sieht ordentlich und gepflegt aus, finde ich. Also hier ist eine kleine Beule, guck mal, ich sehe hier gerade eine kleine Beule, das ist ein Steinschlag. Da sehe ich gerade, weil ich es hier auf und zu mache. Cool, komm, lass uns reingucken ins Auto. So, das ist wie gesagt die Innenausstattung, grün-schwarz. Das ist halt schon besonders, aber es ist irgendwie ein angenehmes Grün. Das ist jetzt nicht so, dass es mir in den Augen weh tut, ja. Das ist echt okay. Und passt auch zu dem Auto irgendwie. Und die Sitze sind natürlich auch echt cool und sind nicht kaputt. Also hier ist so ein bisschen das sind so Benutzerspuren. Ja.
Aber da ist nichts defekt oder irgendwas. Cool. Ja, so sieht er aus, Thomas. Ist das was für dich? Du fährst lieber Volvo, ne? Geht genau. So. Volvo oder Saab oder sowas, ne? Nee, Volvo, schon Volvo, nicht Saab. Das ist ja was ganz anderes. Schön. Okay, dann lass uns eine Runde fahren mit dem Auto. Das ist, dieses Auto, das überzeugt einfach durch das Fahren, ja? Durch den Power, den der Wagen hat. Das machen wir jetzt, komm.